ist unser Flair Moustache. Das ist kein Gleitschirm. Eigentlich ein Hybrid zwischen einem Kite, einem Hängegleiter und einem Gleitschirm. Und wir haben ja lange unsere Kites entwickelt und haben dort immer stabilere Schirme bauen müssen. Und das Ganze wollten wir auch in den Gleitschirmsport sozusagen ermöglichen, Gleitschirmfliegern zumindest das genießen zu können. Und deswegen haben wir einen ganz anderen Tragegurt. Und wenn ich hier die Hände aufgebe, ist es eigentlich ähnlich wie sozusagen beim Wettkampf Zweiliner. Dann kann ich die hinteren Ebenen bedienen. Und wenn ich weiter anbremse, ziehe ich irgendwann die Bremsleine. Und dann fliege ich wie ein normaler Gleitschirm sozusagen. Moustache hat eine sehr hohe Stabilität, dass er halt sehr klappresistent ist. Und ideal ist es einfach fürs Soaring bei nahen Bedingungen. Und da ist es der ultimative Kick. Ja, für mich das erste Mal auch an dem Gerät. Ich bin schon ein paar Mal an der Düne gemeinsam mit einem Moustache in der Luft gewesen. Da hatte ich dann entweder einen Speedwing oder einen anderen Reflexschirm dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so bretthart und stabil ist. Also ich muss echt gestehen, hat mich echt überrascht, positiv. Natürlich muss man erstmal mit diesem neuen Tragegurt-Konzept sich so ein bisschen damit vertraut machen. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt dafür und dann vorausgesetzt in laminaren Bedingungen das Ding antestet, also wirklich an der Düne vielleicht, irgendwo am Meer, ich glaube, da kann das durchaus auch für, also klar ist es nicht ein Anfängerschirm, aber ich würde sagen, man muss jetzt nicht das highest Skill Level erreicht haben. Man sollte sich, glaube ich, mit vertraut machen und dann laminare Bedingungen ist, glaube ich, ganz entscheidend. War super geil, ja. Wie lange hast du den jetzt schon? Ein Monat. Also beeindruckend ist, wenn du die Arme hochmachst und dann schießt der nach vorne, da hat man erstmal das Gefühl, dass der irgendwie jetzt mal einklappt, ne? Aber macht der nicht, ist echt super. Kannst du hier auch mal machen. Du hast so ein Grinsen im Gesicht. Du musst es haben, ey. Du musst es haben. Ich hab noch nie sowas erlebt. Hammer, ey. Gefällt mir. Was mit dem auch zum Beispiel super viel Spaß macht, ist Snowkiten. Also auf dem Schneegelände mit dem Kite kiten und immer wieder fliegen.